Ich möchte noch kurz eine andere Situation darstellen, was Sie zu tun haben, wenn Ihnen eine umsponnene Seite gerissen ist. Da gibt es einige Details, die etwas anders sind. Zunächst müssen Sie wieder daran denken, den Stimmwirbel in seine Ausgangsposition zurückzubefördern. Das heißt, zwei, dreimal links rumzudrehen, bis etwa die Bohrung im Stimmwirbel 5 mm Abstand zum Holz hat und die Bohrung auch in Richtung Seitenverlauf zeigt. Dann halte ich auch wieder die Saite daneben, prüfe, ob die Länge stimmt, kann wieder feststellen, das ist okay so. Und jetzt stecke ich die Saite in den Stimmwirbel rein, schiebe sie aber nicht diese 5 mm durch, sondern nur so, dass sie etwa 1 mm rausguckt. Das heißt, ich verzichte hier darauf, das rausschauende Ende nach unten abzuknicken, weil bei der umsponnenen Seite Bruchgefahr besteht. Und ich kann jetzt also dieses Ende nur versuchen, mit dem Finger ein bisschen zu fixieren, mache wieder eine Wicklung entgegen dem Uhrzeigersinn über den Stimmwirbel und schaue, dass ich dann sofort mit der linken Hand Spannung erzeuge in der Seite. Schiebe diese Wicklung ein bisschen herunter. Und nehme mir jetzt den Stimmschlüssel und drehe einfach nur den Stimmschlüssel rechts herum. Gucke, dass die Wicklungen der Saite nebeneinander verlaufen und nicht kreuz und quer übereinander. Und dann wieder Achtung in dem Moment, wenn ich leichte Spannung erzeuge, dass ich die Saite nicht ungewollt zu hoch ziehe.